Hallo und willkommen zurück zu Starfield. Wie ihr seht, guckt mal da im Hintergrund. Ich habe mir mal was gegönnt. Ich wollte unbedingt mal ein neues Schiff und ich habe bei Stroud Eklund einen Rabatt bekommen. Und habe dieses schöne große neue Schiff hier gekauft. Das ist eigentlich nicht ganz schlecht, das ist von Stroud Eklund. Ich glaube, Werwolf oder so heißt das. Richtig schickes Ding. Schön groß und geräumig. Auf jeden Fall. Und ich habe aber schon was ausgebessert. Und zwar hier habe ich links und rechts so die Außenverkleidung abgemacht und habe da so Frachtcontainer reingesetzt. Sonst war das so weiß wie hier. Hält jetzt nicht großartig auf, macht aber viel aus, weil der Dings hier, sag schnell, der Laderaum, der war einfach viel zu klein. Also der war noch kleiner als von dem Startschiff, aber ansonsten werdet ihr auf jeden Fall nachher von innen sehen. Ist das nicht schlecht? Ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen weiter gespielt, eigentlich nichts Besonderes gemacht, nur so Nebenaufgaben und mir so ein bisschen die Controller-Steuerung angeeignet. Und jetzt wollte ich mal gucken, wo war das, der Typ? Ah, ich habe den Timer vergessen, so jetzt. Ah, da. Genau, das wollte ich mal bringen. Keltenflasch, den Astin habe ich nämlich besorgt. Das war eigentlich ganz einfach. Man musste einfach nur dahin gehen. Und der guten Dame ein bisschen was erzählen. Captain, mit mir an Bord würde der Betrieb auf Ihrem Schiff sicherlich effektiver laufen. Ja, ich glaube nicht. Morgen ist der erste Termin bei Ihnen. Ja, mit Überzeugen ging das eigentlich. Die wollte den erst nicht abgeben. Aber dann hat sie es gemacht. So, ich habe mir das den Pegel in meinem Mikrofon ein bisschen runtergepegelt. Also weiß gar nicht, wer den so hochgedreht hat. Und ansonsten hat sie eigentlich nicht viel getan. Ich habe eine Mission für Stroud Eklund gemacht. Da musste man so ein paar Fragen beantworten. Dann haben die ein Schiff designt, was irgendwie neu sein soll. Das habe ich auch bekommen. Das ist voll der Trümmer. Und ich kann mit meinem Flugskill einfach nicht fliegen. Also das geht nicht. Das gibt's dann irgendwann, wenn der Skill groß genug ist. Und mit Controller zu spielen ist halt ein bisschen chilliger. Was gibt es? Ich hab doch gar nichts zu dir gesagt. Komm her. Ah, hallo. Nee, sehr okay. Gut. So. Dann mal los. Ich bin schon wieder in dieser Stadt unterwegs. Ich weiß, ich mag die auch nicht, aber ich weiß gar nicht, ob ihr bei der Aufnahme dabei wart. Ich war in Neo unterwegs, in so einer Diskothek, die da ist. Und wen habe ich da getroffen? Meine Eltern. Das war total peinlicher Moment, zumindest im Spiel. Du siehst älter aus, mein Freund. Hast du Miss Kessler in Aquila City schon besucht? Sie wird es verkraften. Oder vielleicht könntest du einfach einen Bogen um Aquila City machen. Oder das ganze Collective. Da entgeht dir nicht viel. Ich muss ihn nur kurz analysieren und eine Audioantwort für unseren Freund hier synthetisieren. Also, wir geben eine Probe hinein. Und jetzt verwendet das Programm die genetische und chemische Zusammenstellung, um Größe und Struktur des Originalbaums zu extrapolieren. Ich habe es recht schnell geschrieben. Sehr präzise wird es also nicht sein, aber hoffentlich reicht es. Und da wäre sie. Unsere Hoffnung auf eine Lösung für diesen Schlamassel. Wir haben jetzt eine simulierte Antwort. Bleibt nur noch, sie abzuspielen. Ich kann nicht gut singen, aber ich kann es versuchen. Ich bin mir sicher, du bekommst das nötige Register nicht hin. Viel zu tief für menschliche Stimmbänder. Ich muss mir schon die ganze Zeit dieses Gefasel vom SNN-Schalter anhören. Den könnte man wahrscheinlich besser nutzen. Wir haben keine Zeit, die richtigen Kanäle durchzugehen. Aber wenn du das an einem Terminal in ihr System hochlädst, könnte es funktionieren. Der Frequenz in dieser Simulation ausgesetzt zu sein, klingt gefährlich. Bist du sicher? Du hast recht. Es besteht durchaus die Gefahr leichter Nebenwirkungen.
aber die wären bestimmt nicht lebensbedrohlich. Ach so. Wir spielen es nicht so laut oder so lange ab, dass Menschen oder anderes organisches Leben dauerhaften Schaden nehmen. Und abgesehen davon, wenn wir den Baum nicht bald besänftigen, tja, dann werden die Vibrationen, die er aussendet, irgendwann so stark, dass sie unsere inneren Organe schwer schädigen könnten. Ich kümmere mich drum. Davon gehe ich zweifelsohne aus. Ja, Mann. Über was für ein Terminal? Also, wir folgen einfach mal hier den. Ja, kannst du auf die Straße kleben gehen oder so. Die in der Zukunft sogar auch noch so Probleme haben. Ich wollte mal gucken, kann man da ein Konto eröffnen? Ich war letztens in Neon City. Bewirb dich ganz einfach am nächsten Automaten. Bis hierhin? In Neon City, bei der Gilbank. Und da konnte ich nichts machen. Da konntest du die Automaten ausrauben. Und um deine Bewerbung einzureichen, musst du alle Fragen beantworten. Um wie viele Jahre Erfahrung verfügst du in Assistenzpositionen oder in Unternehmen? Ach komm. Wie vertraut bist du mit Ryan Industries und seinen bedruckten grundlegende Kenntnisse? Wie gut kannst du am Computer tippen und Dateien verwalten? Sehr gut. Welchen Bildungsabschluss hast du? Bachelor. Bist du vorbestraft? Nein. Deine Bewerbung ist unvollständig und deine Bewerbung einreichen. Danach kannst du deine Antwort nicht mehr ändern. Operationsetage in New York. Okay. Was auch immer das ist. So, jetzt gehe ich mal kurz hier zur Gilbank. Ich zeige euch das mal. Hier, das sind so Automaten. Die kann ich nur hacken. Dann kann ich mir ein paar Credits raussaugen. Die leben nahezu aller Menschen in den aber das mache ich jetzt mal nicht. Vielleicht muss ich hier erst ein Konto eröffnen. Wir schauen mal. Also ich habe im Moment viel zu tun und... Das sieht so aus, ja. Du siehst nicht wirklich aus, als ob du grün hinter den Ohren wärst. Wer bist du also? Ich bin ein Mitglied der Constellation. Constellation? Die geheimnisvolle und unbekannte Constellation? Wow! Als ich klein war, habe ich immer Geschichten von euch gelesen. Wow. Ich wurde ein bisschen lustig. Das ist perfekt. Kismet sozusagen. Ich möchte dir ein Geschäft vorschlagen, das uns beiden nützen könnte. Sehr lukrativ. Ist das Ganze legal? Sind Gesetze und so wichtig? Fantastisch. Bei diesem Job geht es um Gerechtigkeit. Die Galbank ist die Geschädigte. Und wenn du mir hilfst, hilfst du uns allen. Du schmierst mir aber mächtig viel Honig ums Maul. Du hast mich also durchschaut. Ein gutes Auge. Du bist genau die Person, die ich brauche. Ich muss was gestehen. Ich mag etwas verzweifelt sein. Also die Kreditprüfung ist echt harte Arbeit. Man hat ständig mit Schuldenprellern und Betrügern zu tun. Ich brauche einen Schuldeneintreiber, woher der sich das? Um einige unserer Top-Preller kümmert. Ich brauche dich. Arbeite für mich und du verdienst mehr als genug. Um welche Summen geht es denn? Du kannst es kaum abwarten. Gut. Wir fangen klein an und ab. Oh. Das wollte ich nicht. Du kannst es kaum abwarten. Gut. Wir fangen klein an und arbeiten uns nach und nach zu den großen Fischen vor. Dann erzähl mir mehr über die Sache. Wer ist er denn da hinten? Ja! Ein dreister Hochstapler nahm einen Kredit für ein Restaurant in der Nähe des Interstellar Inn auf. Und dann, Überraschung, es war ein Schwindel. Und Dieter Melliki taucht unter.
Er hat sich in eine Bruchbude mitten im Nirgendwo verzogen. Ist das zu fassen? Ha, der Job ist einfach. Dieter muss zahlen. Du sollst ihn nicht umbringen oder ihm wehtun. Wickle nur den Kredit ab, wie bei jedem anderen Bürger. Natürlich. Was passiert, wenn er sterben sollte? Dann kümmert sich das Nachlassgericht um seinen Besitz und bezahlt uns. Das war easy. Sollte es also er oder du heißen, dann hat die Gale Bank kein Problem damit, wenn er auf der Strecke bleibt. Aber ich möchte es betonen. Das wäre nicht der ideale Ausgang. Wenn wir ihn ausschalten wollten, würden wir jemand anderen schicken. Und wie bringe ich ihn dann dazu, den Kredit zurückzuzahlen? Du kannst ihn unter Druck setzen, ihm Angst machen. Nichts Illegales, nur reden. Na klar. Und lass dich nicht von seinen Märchen beirren. Bei den Jobs, die ich dir gebe, geht es ganz sicher nicht um arme Leute, die Geld für eine OP oder so brauchen. Das sind alles Betrüger, Abschaum. Sie verstoßen willentlich gegen die Gale Bank Vereinbarungen. Dann gehen wir mal die Schulden eintreiben. Ich schicke dir die Daten. Du findest Dieter und sorgst für die Kredittilgung. Schulden eintreiben? Ehrlich? Es gibt bessere Wege, Credits zu verdienen. Auf eine Sache muss ich noch hinweisen. Will ich nicht, aber nicht alle sind ehrlich. Wenn du irgendeinen Deal mit Dieter eingehst, kann ich das nicht wissen. Aber dann darfst du keine Jobs mehr von mir erwarten. Viel Glück! Du machst das! Okay, hier können wir kein Konto eröffnen. Können wir hier irgendwo hinfahren? Was? Okay. Hey, dann weiß ich nicht, wofür es diese Bank gibt. Weil, wie gesagt, an den Automaten kann ich nichts einzahlen oder so. Ich meine, das wäre ja sowieso komisch. Aber vielleicht hätte man ja hier so Aktiengeschäfte abwickeln können oder so, so ähnlich wie ein Cyberpunk. Das wäre ja cool gewesen. Oh, ich steuere gerade mit einer Hand. Wow, wie anders du aussiehst. Ich habe auch mal den Anzug gewechselt, weil der hat einfach bessere Werte als dieser, der eigentlich total cool aussieht. Hä? Ciao. Jetpack sei Dank. Haben wir hier? Da ist so ein Terminal wahrscheinlich. Gut, dass es in den besiedelten Systemen noch eine zuverlässige Nachrichtenquelle gibt. Auch wenn sie sich oft nur langsam verbreiten. So, SNN-Zugang. Benutzen. Steuere ich das jetzt hier? Ohne Maus? Aha. Diagnose starten. Kehre zum Baum zurück. Mama. Chat gern Kilometer Geld. Naja. Vielleicht kann ich dich mit etwas Merchandise versorgen. So, ich fände das doof, dass sie mit der Zeit verschwinden, wenn ich jetzt ne, so laufe. Oder ist das jetzt der Vorführeffekt? Bleiben die da? Da, dann sind sie weg. Ich verstehe nicht warum. Ne, dann muss ich das ausmachen und wieder anmachen. Und dann sehe ich wieder die Richtung. Dann geben wir mal ein bisschen Gas hier. Jetzt sind sie ganz weg. Hä? Ja, da hinten ist es. Passiv-aggressiv. Los, lauf! Ein bisschen diesig heute hier auf dem Planeten, ne? Ja, es gab leider immer noch kein Update. Weiß nicht, was die Jungs da so lange machen. Ich hätte wirklich gerne eins, zumindest für die Lippensynchronisation. Weil dann könnte ich den Text unten ausschalten, weil das lenkt mich voll ab. Habt ihr das auch? Wenn da unten dieser Text steht, dann muss man den immer mitlesen. Und, dieser Baum
bist viel zu prächtig dafür. Lenkt dann immer ab, mich zumindest. Ha! Geschafft! Wie ich sehe, lässt die Stärke der Vibrationen bereits nach. Der Baum beruhigt sich. Unglaublich! Es hat funktioniert! Was kommt jetzt? Keine Ahnung! Wir bewegen uns schon die ganze Zeit auf unerforschtem Terrain. Da die Krise jetzt hoffentlich vorbei ist, kann ich begutachten, was ich erfahren habe. Und ganz sicher werde ich unseren Freund ab jetzt genau im Auge behalten. Und du, du hast diesen Baum gerettet und das Wissen über unsere Umwelt vergrößert. Gute Arbeit auf der ganzen Linie. Jawohl, ich Sir. Und alle Bewohner von New Atlantis danken dir. Mal wieder. Obwohl letztere gar nichts davon wissen. 6000 Credits. So, damit wäre die Questreihe von ihm wahrscheinlich abgeschlossen. Und dann gucken wir doch mal, was wir als nächstes machen. Komm, wir machen das mal. Ah, ne, der Typ, wer kriegt denn nochmal die Lieferung jetzt? Hä? Ich hab die aber schon aktiviert, ne? Es ist wieder dieser Bug, dass es nicht angezeigt wird. Immer wenn ich irgendwas aufnehme, gestern habe ich ein bisschen gespielt, da war das alles gar kein Problem. Habe ich immer alles direkt gefunden. Kann ich hier noch weiter raus? Das geht irgendwie auch nur mit der Maus. Ich habe ja hier beides liegen, Controller und Maus, aber wo war denn das? Mission. Ich habe das Material von Abby bekommen und konnte sie sogar zu einer kleinen Draufreibe bringen. Ich sollte zu Joseph zurückkehren. Ja, das dann aber auch nicht. Wollen wir mal Kurs festlegen. Geil. Okay, da haben wir wieder was Neues rausgefunden. Ist ja nicht verkehrt. Ist Hedonismus und die Kadenz pur. Ich bin so angewidert wie beeindruckt. Boah, ich hasse diese Stadt, ne? Ist das hier? Sprich mit Clover. Das ist bestimmt wieder irgendwas anderes. Wir haben noch so viel zu tun. Ah, okay. Kann der Doc auch direkt mal einen Blick auf uns werfen, wie es uns denn so geht. So. Bitte nenn mir die Art des medizinischen Notfalls. Erstmal brauche ich neue Medipacks. Ich gerade nicht. Hilfe, das da. Medipack. Nee. Notfallkit, was war denn das? Was habe ich denn jetzt gemacht? Wo sind meine Credits da unten? Habe ich das jetzt alles gekauft? Verkaufen. Hilfe. Verkaufen aus Werwolf. Ich habe, glaube ich, alles von dem gekauft. Naja, okay. Lass mich mal sehen. Gar nicht so schlimm. Das kriegen wir mit Nadel und Faden wieder hin. In Topform und einsatzbereit. Zum Glück habe ich ja so viel Kohle.
Hier ist ein Flyer von Sabu Okabio. In ihm steht, wie sich eure Geschäfte stärken lassen. Solange die Vorräte es zulassen, habe ich nichts gegen zusätzlichen Handel. Credits kann man nie genug haben. Und deine Vorräte sind hier. Könnte Abby sogar zu einer kleinen Draufgabe überreden. Fantastisch. Das wird uns eine große Hilfe sein. Danke für alles. Diese Vorräte können wir gut gebrauchen. Hier für dich. Hab noch was draufgelegt, weil du dich so für mich eingesetzt hast. Tü-tü-tü. So, wir sind wieder geheilt. Wir haben ein bisschen Verbandszeug gekauft und... Oh nein! Oh. Was ist denn jetzt? Ja, ja. Das passiert mir nur in den Aufnahmen, ne? Ohne Scheiß. Hoffentlich, gucken, wo das jetzt gespeichert hat. Habe ich eben einen Kampf gemacht, bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Und wollte Granaten schmeißen und wusste die Taste nicht, ne? Und jetzt... Wir gehen mal gucken, was das da hinten ist in 100 Metern. Ich könnte jetzt auch gar nicht sagen, welche Taste ich gedrückt habe. Ah, das ist der Aufzug. Da oben ist immer diese Party-Lounge, wo meine Eltern sind. Ach so, ja, da weiß man ja nicht, wo der Typ sitzt. Stimmt. Dann gucken wir mal. Kann man hier nicht gucken, was so in der Nähe ist? Ja, das können wir machen. Wir sind ja gerade in der Nähe, verteile die Flyer an die Händler. Mal ein bisschen mit denen quatschen. So ein bisschen hier umgucken, ist ja nicht schlecht verkehrt. Hier ist diese Gelbank, wo ich das versucht habe mit den Automaten, aber da ging ja nichts. Aber ich soll das ja an die Händler verteilen, die sind doch alle hier, oder? Da ist doch bestimmt einer. Also, was soll ich dann hier? Du wolltest doch was Schönes für deine Freundin kaufen. Also, hier sind wir. Meinst du, ich habe plötzlich geerbt oder so? Der Laden hier sprengt total mein Budget. Du hast mir doch gesagt, sie würden auf deiner Sache stehen. Es gibt Treue, ja, und es gibt das. Kann ich helfen? Der Laden ist. Ich bekomme schon wieder Kopfschmerzen. Ich hasse es, ey. Du siehst anders aus als unsere gewöhnliche Kundschaft. Okay. Wie sieht denn hier gewöhnliche Kundschaft aus? Ich bin auf Edelkundschaft ausgerichtet. Wohlhabend, intelligent und erfolgreich. In Neon wären das die oberen 10%. Alter Snob. Mist, hätte ich doch mein arroganten Snob-Outfit tragen sollen. Dein Ton sagt mir, dass ich dich falsch eingeschätzt habe. Verzeih mir bitte meine Respektlosigkeit, aber es gibt hier jede Menge... Nun ja, Ganoven, die in meinem Etablissement für Ärger sorgen. Ein bestimmtes Sioka-Mitglied, das sich Headlock nennt, drangsaliert mich andauernd, indem es meine Waren beschädigt. Du solltest lernen, dich selbst zu verteidigen. Auf Jemison wurde ich in Wissenschaften und Dichtkunst ausgebildet. Daher wäre ich in der Hinsicht wohl nicht gerade erfolgreich. Auf lange Sicht wäre das auf alle Fälle ratsam. Aber das aktuelle Problem lässt sich damit nicht lösen, oder? Aber ich habe schon zu viel von deiner kostbaren Zeit vergeudet. Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Ich kümmere mich für dich um diesen Headlock. Du kannst dir nicht vorstellen, was das für eine Erleichterung ist. Aufträge mal annehmen. Danke, dass du das erledigst. Headlock ist enorm gefährlich. Ich glaube, du könntest ihn irgendwo in Epside in der Nähe von Frankies Grab and Go finden. Wo auch immer das ist. Das dürfte kein Problem das werden. Das sagst du. Aber Sioka ist nicht gerade zimperlich, wenn es um solche Dinge geht. Pass also lieber auf dich auf.
Mehr weiß ich aber nicht. Komm wieder, wenn du dich um die Sache gekümmert hast. Viel Glück. Ja. Ich habe einen Flyer für dich, ein Cross-Promotion-Angebot von Sabu Okadi. Oh, vielleicht denke ich drüber nach. Vielleicht. Oh, der Ton war aber jetzt ganz anders. So. Was für Waren werden hier im Ephorium angeboten? Moment, ich muss mal Pause drücken. So, sorry, ich musste gerade meiner Tochter kurz helfen. Komm vorbei, falls du auf der Suche nach Luft. Jetzt weiß ich nicht, ob der darauf geantwortet hat, aber ist ja nicht so schlimm. Sehen eh alle nur Quatsch. Jetzt stimmt natürlich die Timerzeit nicht mehr. Die kann man nämlich leider nicht pausieren. Komm, wir gehen mal gucken, was das ist. Appsite. Ist das ja doch ein Laden? Und ist irgendwo, führt es mich ja hin? Gibt's ja irgendwas, was ich machen muss? Ah ja. Richte das Ding bloß nicht auf mich. Oh, Glück gehabt. Ich wollte eigentlich das öffnen. Zum Glück stand da niemand und keiner wurde getroffen. Als aber auch mit den Granaten, ne? Dass das oben rechts der Triggerpunkt ist. Mit so einem kurzen nervösen Finger wird. Und dann. Die sehen krass aus, ne? Diese Fische finde ich hier. Komm, kann ich mal einen angucken. Ja, ja, ich weiß. Achso, du bist ja direkt schon am. Ich bin ja schon weg. Spann dich. Ich hoffe, für diese Arbeiter muss man sich nach einer Weile an den Geruch gewöhnen. Wer bist du? Oh ja, hallo. Hallo. Ich will ja nicht unhöflich sein, aber könntest du später wiederkommen? Wir haben geschlossen. Ich habe nur vergessen, die Läden runterzuziehen. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes passiert. Tut mir leid, aber ich möchte wirklich nicht darüber reden. Vielleicht ein andermal, wenn ich mich besser fühle. Ich nehme an, du wirst deine Meinung nicht ändern. Ja, leider. Aber komm morgen wieder. Vielleicht bin ich dann stark genug, um mit dir zu reden. Jetzt gerade kann ich das nicht. Okay. Ich habe einen Flyer hier, ein Cross-Motorien. Ehrlich gesagt bin ich nicht sicher, ob noch mehr Geschäfte eine gute Idee sind. Ich werde darüber nachdenken. Danke fürs Überbringen. Und dann schmoll weiter. So. Also Frank User Headlock aus. Kommen wir da hin? Von hier? Als Elevator. Und was haben wir da? Oh, Elevator. Okay, ja, da lang. Oh Gott, bin ich müde. Aber es macht Bock. Also, ich habe im Moment so viel Spiele, ich könnte am liebsten Urlaub machen und alles durchspielen. Ich habe jetzt auch Cyberpunk nochmal angefangen. Auch mega, so weit wie jetzt habe ich das noch nie gespielt. Also, als das damals rauskam, hat mich das irgendwie nicht so gefesselt. Aber gestern, ey. Keine Ahnung. Innerhalb von 2 Tagen gut 8-9 Stunden gespielt. Und das ist für meine Verhältnisse schon viel. Regnet's? Ach, hier regnet's, glaube ich, immer. Ich bin gerade beschäftigt. Ich hoffe, du hast auch Credits. Nein. Oh, Moment, ich mache mal den Timer aus, sonst bimmelt der jetzt gleich hier rum. Hast du dich verlaufen, Kindchen? Ach, ich hab schon ein bisschen wieder verbuggt. Das hier, hä? Und ich dachte, ich wäre erwachsen. Ah, so nenne ich einfach alle. Kein Grund, sich aufzuregen. Als mein Mann und ich den Laden aufgemacht haben, war ich richtig optimistisch. Aber alle außer den Stammkunden bringen inzwischen nur Ärger.
Ist etwas passiert? Natürlich ist was passiert. Ist doch immer so, oder nicht? Sagen wir mal so. Diese Hoffnung ist vor langer Zeit gestorben und kommt auch nicht wieder. Wenn du keinen Ärger magst, dann mach in New Atlantis oder Cydonia einen Laden auf. Und in den UC leben? Nein, danke. Außerdem lasse ich mir nicht von ein paar Idioten alles verderben, was ich aufgebaut habe. Läuft das Geschäft hier gut? Ich bin zwar nicht auf der Hauptstraße, aber ich halte mich über Wasser. Meine Stammkunden sind zum Glück sehr treu. Tavian Anastas hat gemeint, dass hier ein Kerl namens Headlock herumhängt. Nie von ihm gehört. Willst du jetzt was kaufen oder mir bloß auf die Nerven gehen? Zweiteres. Wir versuchen mal überzeugen. Woher soll ich wissen, wo er steckt? Mag sein. Stimmt wahrscheinlich. Ach, du willst einfach also, nicht aufgeben, was? Ich kenne Headlock, kann ihn nicht ausstehen. Und einigen bei Seoka soll es ähnlich gehen. Der Junge muss einfach immer für Ärger sorgen. Was hat er diesmal angestellt? Das übliche Seoka-Zeugs. Du hast keine Ahnung. Nicht alle sind schwarze Schafe wie Headlock. Wenn du ihn unbedingt finden willst, dann versuch es bei Lagerhaus 4. Da sollte er sich irgendwo mit seinen Freunden aufhalten. Darf ich fragen, was du mit ihm vorhast? Köpfen. Wenn du Headlock nicht ausstehen kannst, warum willst du wissen, was ich vorhabe? Der Typ ist mir vollkommen egal. Er ist ein mieser Schläger, der sein Maul ständig zu weit aufreißt. Ich hätte nichts dagegen, wenn ihm mal jemand zeigt, was Sache ist. Das heißt aber nicht, dass er den Tod verdient hat. Er muss für das zahlen, was er getan hat. Wie edel von dir. Ich würde mein Leben für Tavern ja nicht aufs Spiel setzen. Wie auch immer, ich habe hier zu tun. Willst du jetzt was kaufen oder nicht? Nö, aber wir können dir was verkaufen. Siehst dir an. Jetzt aufpassen. LB. Verkaufen. Waffen. Die sind... ja, die... Also ich selber glaube ich gar nicht mehr so viel mit. Genau, aber vielleicht aus dem Schiff. Oh, hier können... das kann alles weg. Diesen Schund eingesammelt, war ich das? Hm, das ist so ein Helm, aber den brauche ich nicht. Den brauche ich auch nicht. Hm, Schocktrooper. Also, so viel Geld hat er nicht mehr. Waffen. Kannst du dir davon noch irgendwas leisten? Okay. Bis zum nächsten Mal. Genau. Das war das Stichwort der guten Dame. Bis zum nächsten Mal. Oh, da seht ihr den neuen Anzug. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir einen Daumen da. Und wenn du die nächste Folge nicht verpassen willst, einfach auf Abonnieren drücken. Und dann sehen wir uns wieder. Bis dahin, mach's gut und tschüss.